Ein Insolvenzverfahren in Deutschland ist immer mehrstufig. Auf ein vorläufiges folgt das eröffnete Insolvenzverfahren. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht das Recht, Entscheidungen zu treffen, auf den Insolvenzverwalter über. Er schlüpft quasi in die Rolle des Geschäftsführers und Arbeitgebers. Nun können die Gläubiger auch ihre offenen Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden und Sicherheiten oder anderweitige Rechte geltend machen. Ihre Angaben werden dann vom Insolvenzverwalter geprüft. In einem Berichts- und Prüftermin berichtet er über die bisherigen Entwicklungen und die künftigen Schritte im Verfahren und teilt das Ergebnis seiner Prüfungen mit. Außerdem kann er die Gläubiger über Entscheidungsvorlagen abstimmen lassen, zum Beispiel ob und wie das insolvente Unternehmen weitergeführt werden kann. Der Insolvenzverwalter setzt die Entscheidungen anschließend um. Dabei muss er immer so handeln, dass er den Gläubigern möglichst viel ihrer offenen Forderungen zurückzahlen kann. Diese sogenannte Insolvenzquote teilt der Insolvenzverwalter den Gläubigern beim Schlusstermin mit und legt für seine Tätigkeit Rechnung ab. Danach kann er die Insolvenzquote ausschütten und das Amtsgericht hebt das Verfahren auf.